weißt eigentlich, wie glücklich du mich machst? Wir haben nichts miteinander zu tun, gar nichts. Man gibt sein Kind nicht auf, Leo. Es geht um Wahrheit. Führe die Schreie. Seinen Beruf auf oder Alkoholiker? Es wird euch wenig nützen, wenn du erstmal im Gefängnis bist. Happy Birthday, Sarah. Du siehst toll aus. Ich bin schon wieder ein Jahr älter. Ein Jahr schöner, würde ich sagen. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Mögen all deine geheimen Träume in Erfüllung gehen. Das Einzige, was ich mir wirklich wünsche, könntest du mir erfüllen. Mhm. Fahren wir. Die anderen warten sicher schon. Wie machst du das nur? Ich habe keine Zeit. In 2 Stunden geht mein Flieger. Schreibst du bitte schnell den Bericht? Kein Problem. Wie lange hast du denn Thomas nicht mehr gesehen? Noch Ewigkeiten. 3 Tage London und ich freue mich so. Hoffentlich erkennst du ihn auch wieder. Ah ja, du hast recht. Ich werde seinen Namen nochmal in der Suchmaschine eingeben. Vielleicht gibt es im Internet ein paar Fotos von ihm. Stehen bleiben, Polizei!
aufgeben. Der Notarzt kommt gleich. Hol deinen Arzt! Nicht erschrecken, nichts passiert. Violetten lachen bitte. Ich bin einfach aus den Händen gerutscht, mir noch nie passiert. Um Gottes Willen, deine Schuhe. Telefon, Michel, aus Paris. Es ist was mit deiner Tochter. Mit meiner. Ja, Michel Dumont? Schade. Die hatten wir in New York gekauft. Da waren sehr schön. Seine Tochter? Ich dachte, sie hätten keinen Kontakt. Keine Ahnung. Ich muss sofort nach Paris. Am besten du nimmst gleich mein Flugzeug. Ich bring dich zum Flughafen. Ob sie es geschafft hat, das kannst du doch verstehen, Sarah. Habe ich mir schon immer gewünscht, meinen Geburtstag auf dem Krankenhausflur zu feiern. Tut mir leid. Du bist ja an vielem schuld, aber daran sicher nicht. Gehören Sie zu Marie Lamar? Ja, wie geht's ihr? Gehören Sie zur Familie? Wir kennen sie überhaupt nicht. Sie hat es einfach nur geschafft, mir meinen Geburtstag zu ruinieren. Ich weiß, dass Sie mir nichts sagen dürfen, aber ich war bei ihr, bis der Krankenwagen kam. Ich würde einfach gerne wissen, ob sie es schaffen wird. Sie hat großes Glück gehabt. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Du hast das gehört. Scheint alles nicht so schlimm zu sein. Tut mir leid wegen der Party. Vielleicht sollten wir nach dem Schrecken ein paar Tage wegfahren. Du weißt, dass das nicht geht. Montag fange ich in Brest an und bis dahin habe ich noch eine Menge zu tun. Wieso willst du das machen? Du könntest an der Sorbonne anfangen. Wenn du deine leibliche Mutter kennenlernen willst, dann ruf sie doch einfach an. Sarah! Deswegen musst du doch nicht gleich in die Pampa ziehen. Sarah, es geht doch gar nicht um meine leibliche Mutter. Du weißt genau, dass es so viele Dozentenstellen für Archäologen nicht gibt. Außerdem, Brest ist nicht weit weg. Und die Bretagne wird dir gefallen. Ich hasse die Bretagne. Oh, sei nicht kindisch. Wie kann man etwas hassen, das man gar nicht kennt? Wenn das dich mir wegnimmt. Doktor, meine Tochter ist immer noch nicht aufgewacht. Sie müssen etwas Geduld haben, Monsieur Dumont. Ja. Da sind Sie ja wieder, Marie. Und wie fühlen Sie sich? Ich hab Durst. Bin ich denn? Sie sind im Krankenhaus Saint-Joseph. Sie hatten einen Unfall. Erinnern Sie sich? Sie hat eine vorübergehende Amnesie. Aber keine Sorge, sie wird sich bald wieder erinnern. Das Wichtigste ist, dass sie sich erst einmal richtig erholt. Hallo, Marie. Ich bin so froh, dass es dir besser geht. Ich habe mir schreckliche Sorgen gemacht. Ich bin dein Vater, Michel. Erinnerst du dich? Es wird schon wieder. Sobald die Ärzte es zulassen, nehme ich dich mit nach Hause. Nach Hause? Ja, in die Bretagne. Erinnerst du dich nicht? Hab keine Angst. Ich bin ja da.
wird alles gut, mein Kind. Mein Kind. Zeitung nehmen. Danke. Okay. Sie hat noch mal Glück gehabt. Sie hätte sterben können. Alles hat seinen tieferen Sinn. Ich habe gehört, sie hat ihr Gedächtnis verloren. Michelle kümmert sich um sie. Ja, sicher. Das wird er tun. Wenn sie sich eines Tages an alles erinnert, was wird er machen? Er wird einiges zu erklären haben. Das stimmt. Ich möchte nicht in seine Haut stecken. Aber egal, ob sie sich erinnert oder nicht. Das Schicksal lässt sich nicht aufhalten. Ich glaube nicht an das Schicksal. Wichtig ist allein, was man selbst in die Hände nimmt. Wer dem Schicksal vertraut, ist schwach. Hallo, meine Schöne. Kaffee? Danke, nein. Aber du musst die Tat probieren. Da hat sich die Bäckerin mal wieder selbst übertroffen. Du misstest mich. Und dann verlasse ich dich. Ja, wegen eines Schlankeren. Höchstens wegen eines Jüngeren. Ich weiß gar nicht, wie du das machst. Du frisst wie ein Scheunendrescher, hast immer noch die Figur einer jungen Frau. Schatz, ich mach Yoga. Ach so. War Kaspar bei dir? Oh. Also war er nicht. Kommt halt morgen. Leon, das geht so nicht weiter. Der Junge ist fast 24 und hat außer Surfen nichts im Kopf. Du musst ihn an die Kandare nehmen. Es geht einfach nicht, dass er nur so in den Tag hineinlebt. Immerhin ist der bretonische Meister. Ja, das war ich auch mal. Aber davon kann er sich in ein paar Jahren nichts mehr kaufen. Er muss endlich anfangen zu arbeiten. Claire, sei doch bitte nicht so streng. Man ist nicht so lange jung. Lass den Mann noch sein Leben genießen. Du bist viel zu nachgiebig mit ihm. Andere Männer in seinem Alter haben schon längst Karriere gemacht. Hallo Leute. Alles okay bei euch? Die Wellen waren heute echt jämmerlich. Ich hätte gar nicht rausgehen müssen. Dann frage ich mich, warum du nicht zu Leon ins Büro gegangen bist. Ups, das habe ich vergessen. Das ist kein Problem. Doch, das ist ein Problem. Seit einem halben Jahr versprichst du dich, endlich in die Firma einzuarbeiten. Leon braucht dich, Kaspar. Mamo, schau dir diesen Mann an. Glaubst du, der braucht einen wie mich? Du musst anfangen, solange du noch was von ihm lernen kannst. Ich verstehe gar nicht, wie du so sorglos damit umgehst. Die Firma ist dein Lebenswerk, Leon. Du wirst doch nicht wollen, dass Kaspar sie sofort ruiniert, wenn du mal nicht mehr kannst. Maman, was willst du denn eigentlich, ja? Papa ist super fit. Der lebt wahrscheinlich länger als ich. Das ist nicht witzig. Nacht zu Hause. Morgen, Papa. Du erinnerst dich? Nichts, das ist gar nichts. Dein Arzt sagt, man kann es nicht erzwingen. Und vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig. Am wichtigsten ist, dass du wieder gesund wirst und dass deine Wunde verheilt. Wir müssen nach vorne schauen. Die Zukunft gehört dir. So, und jetzt zieh dich erst mal an und ich mache inzwischen Frühstück. Kaffee oder Tee? Gott, entschuldige, ich bin ein Idiot. Ich mache einfach beides und dann findest du ganz schnell raus, was du lieber magst. Bis gleich. Ach, entschuldigen Sie, ich suche Marie Lamar. Die Polizei hat mir gesagt, dass sie hier eingeliefert wurde. Ich bin Thomas Berger, Ihr Freund.
Mademoiselle Lamar ist nicht mehr hier. Wir haben sie gestern entlassen. Entlassen? Ja, aber wo ist sie dann? Ich war bei ihr zu Hause, da ist sie nicht. Soweit ich weiß, hat ihr Vater sie mitgenommen. Vater? Sie spricht nie von ihrem Vater. Auf jeden Fall hat er sie mitgenommen. Ja, und wohin? Wo wohnt dieser Vater? Ich habe keine Ahnung. Sie wollen mir sagen, Sie haben seine Adresse nicht? Ja, aber entschuldigen Sie, das ist ja vollkommen... So etwas ist ganz normal. Monsieur Dumont hatte sich ausgewiesen und daher hatten wir keinen Grund, nach seiner Adresse zu fragen. Er wird sich schon gut um Sie kümmern. Hör auf, sauer zu sein. Wir werden uns dauernd sehen. Sei nicht kindisch. Wenn du sowieso noch nicht weißt, ob du sie wirklich kennenlernen willst, dann schick ihr doch erstmal eine Mail oder sowas. Dann kannst du immer noch entscheiden, was du tun willst. Außerdem, ich habe keine Lust, allein zu schlafen. Während der Woche träumst du von mir und am Wochenende komme ich und mache deine Träume wahr. Ciao, Paul. Und grüß deine Mutter von mir. Meine Mutter ist vor 3 Monaten gestorben. Wer diese Frau für mich ist, das weiß ich noch nicht. Voilà. Der Nudemeer im Salzmantel. Guten Appetit. Leon. Hallo, Michel. Komm, lass uns hinsetzen. Möchtest du was essen? Danke, nein. Leo, konnte mich noch gar nicht richtig bedanken, dass du mir dein Flugzeug zur Verfügung hast. Ja. Danke. Wie geht's, Marie? Ich hätte nicht gedacht, dass du sie gleich mit hierher bringst. Weißt du was? Wenn ich sie auf der Straße getroffen hätte. Ich hätte sie sofort erkannt. Sie ist das genaue Ebenbild von Monique. Es ist... Was hast du ihr gesagt? Ich meine, weiß sie, wieso Monique damals einfach mit ihr weggegangen ist? Nein, sie weiß gar nichts. Sie weiß auch nicht, dass ich in ihrem Leben keine Rolle gespielt habe. Sie scheint mich zu mögen. Noch. Aber es ist eine merkwürdige Situation. Sie ist verzweifelt darüber, dass sie sich an nichts erinnert. Und ich schäme mich, es zu sagen. Aber für mich ist es eine Chance. Nach all den Jahren kann ich endlich mit meiner Tochter zusammen sein. Und was ist, wenn sie sich doch erinnert, Michel? Ach, da ist sie ja. Marie. Du siehst schon viel besser aus. Das ist dein Patenonkel. Hallo, Marie. Wie geht's dir? Bonjour. Entschuldigen Sie, ich... Nicht schlimm, ich weiß ja, was passiert ist. Schön, dass du da bist. Ich bin Leon Meneck, der beste Freund deines Vaters. Ich gehe mich ein bisschen bewegen. Vielleicht erkenne ich ja was wieder. Ja, aber fühlst du dich denn gut genug? Willst du lieber noch ein bisschen warten? Komm. Alles gut. Au revoir. Au revoir. Schöne Frau. Tja, ihre Mutter. Und ihr Job bei der Polizei? Hast du nicht mit ihr darüber gesprochen? Noch ist sie krankgeschrieben und solange sie mich nicht darauf anspricht, ist das für mich kein Thema. Leon, ich werde alles tun, um sie nicht wieder zu verlieren. Sie schicken mir dann die Sachen, wenn sie geändert sind, ja? Danke. Au revoir. Aber sicher, wie immer, Madame Meneck. Geht so. Wieso? Sagst du auch? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob ich schwimmen kann. Ich habe gerade ein kleines Problem. Ich erinnere mich nicht. Okay. Falls du surfen lernen möchtest oder schwimmen, ich könnte es dir beibringen. Hast du Ferien hier? Kann man so sagen, ja. Cool. Ich bin Kaspar und ich bin jeden Tag hier. Also wenn du noch surfen lernen möchtest oder schwimmen,
Ja, ich bin Marie. War nett, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Bis bald, Marie. Mama, was kann ich für dich tun? Ich muss mit dir reden. Ich weiß, ich hätte heute in die Firma gehen sollen, aber ich hab's einfach vergessen. Es tut mir leid, ich hab's einfach vergessen. Das sagst du jedes Mal! Verdammt, Kaspar, wie kann man nur sein Leben so vergeuden? Es ist an der Zeit, dass du endlich Verantwortung übernimmst. Ich hab einfach andere Pläne. Was denn für Pläne? Du bist Leons einziger Sohn, sein Erbe. Andere wären froh, wenn sie so eine Chance hätten. Ich erwarte von dir, dass du dich ab morgen an der Seite deines Vaters einfindest. Ist das klar? Klar. Ich verspreche, dass ich morgen ins Büro gehe. Versprochen? Ja. Mathieu. Marie. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja? Wie war dein Spaziergang? Ist wunderschön hier. Aber du hast nichts wiedererkannt. Alles weg. Pass mal auf. Probier mal. Das hast du als Kind so gern gemacht. Mein Spezialrezept. Omasuppe habe ich für deine Mutter erfunden. Ich kann mich nicht mal an meine Mutter erinnern. Bitte quäl dich nicht so. Du bist ja sehr ähnlich. Du bist genauso schön wie sie und genauso stark. Und jetzt hilfst du mir. Achtung! Und eins und zwei. Und in ganz feine Scheiben schneiden. Monsieur Racine, hallo. Oh, Professor. Wer sind Sie? Wie war die Fahrt? Die Fahrt war toll. Die Landschaft ist einzigartig. Ich bin sehr froh, dass ich Sie für unsere Uni gewinnen konnte. Ihre Doktorarbeit über das Vorkommen von Menhiren in den asiatischen Ländern hat mich sehr beeindruckt. Vielen Dank. Ich bin froh, hier zu sein. Zurück zu den Wurzeln sozusagen. Ich bin gespannt, ob meine Theorien sich auch hier halten lassen. Ich werde Ihre Forschung aufmerksam verfolgen. Es gibt so viele unterschiedliche Theorien zum Sinn und Zweck der Menhire, dass Ihre Aufstellung mit bestimmten astronomischen Phänomenen in Verbindung stehen könnte, ist jedenfalls neu. Durchaus spannend. Was anderes? Haben Sie schon eine Wohnung? Ich wohne vorerst im Hotel de la Mer, aber ich habe vor, mir so schnell wie möglich etwas Eigenes zu suchen. Rufen Sie Pierre Pilote an. Er ist der beste Makler in der Gegend hier. Das ist ja der Menhir von Lost Mark. Waren Sie doch schon einmal in der Gegend? Ja. Na ja, ich muss zu einem Termin. Leben Sie sich gut ein, wenn Sie was brauchen. Meine Sekretärin hilft Ihnen gerne. Ich bin sicher, dass es Ihnen bei uns gefallen wird. Ja, denke ich auch.
Hallo, Celine. Bonjour, Claire. Wie geht's dir? Super, wie immer. Ich bin einfach ein glücklicher Mensch. Eigentlich müsstest du das spüren. Ich meine, wenn nicht du, wer dann? Ich bin dein Hellseher, wie du weißt. Ach, nur nicht so bescheiden. Du hast doch die Gabe. Mir geht's zwar gut, aber ich brauch trotzdem dein Rat. Du machst dir Sorgen wegen Kaspar. Sag ich doch, du kannst hellsehen. Ja, es ist wegen Kaspar. Er ist ein guter Junge, aber er will einfach nicht erwachsen werden. Er lebt in den Tag hinein, als hätte er alle Zeit der Welt. Er ist so ganz anders als Leon und ich. Wieso machst du dir Sorgen? Du hast doch immer alles im Griff. Das dachte ich auch, aber ich habe das Gefühl, dass er mir entgleitet. Irgendwie wird er mir immer fremder und ich weiß nicht, was ich dagegen tun kann. Man kann nun mal in die Menschen nicht hineinschauen, das musst du akzeptieren. Wer ein Geheimnis haben will, der wird es auch nicht preisgeben. Das trifft sogar auf Menschen zu, die einem nahestehen. Aber ich will nicht, dass Kaspar ein Geheimnis von mir hat. Das kann ich nicht zulassen. Claire, er ist dein Sohn. Was könntest du dagegen haben, dass er dir ähnlich ist? Mir der ganze Rest auch noch ein. Probier mal, sind gut geworden. Perfekt. Von wem hast du es gelernt? Ne, von dir wahrscheinlich. Erzählst du mir ein bisschen was? Über mich? Du warst das süßeste kleine Mädchen, das man sich denken kann. Und sonst so? Na, du musst schon ein bisschen Geduld haben. Ich kann dir heute Nacht dein ganzes Leben erzählen. Ich habe ein bisschen so das Gefühl, als würdest du mir was verheimlichen. Hilf mir doch mal. Sei nicht so streng zu mir. Bin schrecklich müde. Gute Nacht und geh auch bald zu Bett. Ja. Schluss für heute. Feierabend, Celine. Ich will nur noch die aktuellen Positionen überprüfen. Ach ja, und die Sondrine hat sich gemeldet. Sie wollen noch einen Tag länger draußen bleiben. Es hat doch Zeit bis morgen. Wir brauchen alle unseren Schlaf. Celine. Jetzt geh du doch. Deine Frau wartet auf dich. Auf dich wartet niemand. Ich habe übrigens den Notartermin auf Mittwoch gelegt. Gut, aber das hätte durchaus Zeit gehabt. Claire macht sich Sorgen. Wenn du alles geregelt hast, wird sie ruhiger werden. Muss sie sich denn Sorgen machen? Nicht, wenn du dich um sie kümmerst. Und das tust du ja, Leon. Muss ich mir denn Sorgen machen? Du hast ja ein so tolles Leben aufgebaut. Worüber solltest du dir Sorgen machen? Du würdest es mir sagen, wenn du eine Ahnung hast, ja? Seit wann gibst du etwas auf meine Ahnungen? Das hast du doch noch nie getan. Geben Sie mir noch eine halbe Stunde, dann bin ich weg. Kein Problem. Sehr gern.
Schlaf. Was ist denn los? Du sollst das nicht tun. Komm, ich bring dich raus. Hey, hey, ist alles okay? Ich habe schon ein kleines Nickerchen gemacht. Damit löst du deine Probleme auch nicht. Was denn für Probleme? Was geht jetzt überhaupt alles an, Celine? Warum gehst du nicht einfach deine Kräuter pflücken und lässt mich in Ruhe? Hey, Celine. Du sagst meinem Vater nichts von unserer kleinen Begegnung hier. Du willst doch nicht, dass er sich aufregt, oder? Wenn du glaubst, man kann seine Gefühle vor anderen Menschen verbergen, dann täuschst du dich. Auf Dauer bleibt nichts verborgen. Ach. Die Lotte hier. Ich hätte da ein Haus für Sie. Wenn Sie wollen, können Sie es sich gern ansehen. Sehr gut. Wo treffen wir uns? In einer halben Stunde vor Ihrer Universität. Ich hole Sie dort ab. Ja, vielen Dank. Bis gleich. In der Hand gehabt, Michelle. Und du hast dich entschieden, gegen uns. Ich kann nicht zulassen, dass Marie in einer Atmosphäre von Feigheit und Schuldgefühlen aufwächst. Kaspar wird mich heute begleiten. Wie schön. Ach, du wirst sehen, wenn er sich erst mal an deinen Rhythmus gewöhnt hat, wird ihm die Arbeit an deiner Seite Spaß machen. Oder er findet etwas, was ihm gefällt. Es wäre schön, wenn er sich allmählich daran erinnern würde, dass er auch einen Vater hat. Ich weiß, wie schmerzhaft das ist für dich. Aber sie hat seit Jahren keinen Kontakt zu dir. Wenn du ehrlich bist, weißt du, dass du nicht mit ihr rechnen kannst. Sie interessiert sich nicht für deine Firma, sie interessiert sich nicht für dich. Die Ironie ist nur, dass sie tatsächlich in der Lage wäre, die Firma zu leiten. Wie bitte? Deine Tochter, die immer nur versucht hat, dein Glück zu zerstören? Dein Nachfolger wird Kaspar, kein anderer. Du kein Zuhause? Ich schlafe gerne unter freiem Himmel. Hast du Lust zu surfen? Ich will erst mal gucken, ob ich überhaupt schwimmen kann. Na, los. Thank you.
Das ist das Haus? Genau. Wunderbar, oder? Probieren? Ja. Okay. Die Aussicht von hier oben ist einfach spektakulär. Hübsch, die Kleine da unten. Keine gute Surferin, aber niedlich. Kennen Sie sie? Nein. Für einen kurzen Moment dachte ich, aber... Nein, das kann gar nicht sein. Ich habe sie mal in Paris getroffen. Wer ist denn der junge Mann? Kaspar Minek. Den kennt hier jeder. Er ist bretonischer Surfmeister. Sollen wir reingehen? Ja. Wunderbar. Von sowas träumt man normalerweise ja nur. Wem gehört das Haus? Chantal Miller. Sie hat die letzten 20 Jahre hier allein gelebt und jetzt wurde es ihr zu einsam. Sie ist vor 2 Monaten zu ihrer Schwester nach Saint-Malo gezogen. Ein absoluter Glücksfall, dass es gerade frei ist. Ich glaube, ich nehm's. Bonjour, madame. Bonjour. Ist Madame Marchand im Haus? Nein, noch nicht. Aber sie müsste gleich kommen. Möchten Sie warten? Nein. Ich versuche es später nochmal. Soll ich Madame Marchand etwas ausrichten? Nein, danke. Marie? Hier. Sag mal, hast du überhaupt keine Fotos von uns dreien? Von Mama, irgendwas. Deine Mutter wollte sich nicht fotografieren lassen. Dabei war sie so eine schöne Frau. Und sie hat es gehasst. Und ich konnte sie nicht dazu überreden. Oh, schön. Ja, das sind wir. Eine glückliche Familie. Was ist das für eine Uniform? Eine Kapitänsuniform. In meinem früheren Leben war ich Kapitän. Wieso hast du denn aufgehört? Es war schon immer mein Traum, ein eigenes Restaurant zu haben. Und als sich dann die Gelegenheit bot, das Café du Port zu kaufen, da... Hast du es einfach gemacht. So konntest du auch viel mehr bei uns sein. Als Seemann ist man ja andauernd unterwegs. Mama war bestimmt froh. Mich so gerne an sie erinnern. Quäl dich nicht, bitte. Vielleicht soll ich einfach nach Paris fahren. Oder? Vielleicht kommt die Erinnerung zurück, wenn ich mir den Ort anschaue, wo der Unfall passiert ist. Ja, hol dich doch erstmal. Ich muss jetzt runter in die Küche. Willst du mir helfen? Ja, gern. Ich komm gleich. Und Marie, zerbrich dir nicht den Kopf. Bitte. Da sind Sie ja, Monsieur Racine. Und? Haben Sie sich schon eingelebt? Ich habe gehört, Sie haben ein Haus gefunden. Ja, auf der Île Blanche. Es gehört einer alten Seemannswitwe. Chantal Millet. Das Haus auf der Klippe, das gibt's doch nicht. Ich habe immer ein Auge darauf gehabt, aber Léon Menec wollte es einfach nicht verkaufen. Und dann hat er es Chantal Millet geschenkt. Léon Menec? Aber wieso hat er es Madame Millet geschenkt? Ich meine, wieso verschenkt man so einfach ein Haus? Aus Mitgefühl, aus schlechtem Gewissen? Keine Ahnung. Léon Menec hat sich nach der Katastrophe damals allen Hinterbliebenen als sehr großzügig erwiesen. Katastrophe? Der Untergang der Helena. Sie erinnern sich vielleicht, die Zeitungen waren damals voll davon. Das Schiff ist in einem Sturm untergegangen und 12 Seeleute mit ihm. Chantal Millets Mann war einer von ihnen. Jedenfalls ist es ihnen gelungen, eines der schönsten Häuser der Gegend zu ergattern. Ich kann Sie nur beglückwünschen.
Kann ich was für Sie tun? Bonjour, Madame. Ich suche Léon Minec. Léon? Tut mir leid, der ist nicht zu Hause. Aber was wollen Sie denn von ihm? Vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Monsieur Minec ist mein Patenonkel. Ich wollte mich schon mit ihm unterhalten, aber dann komme ich einfach später wieder, ja? Au revoir, Madame. Au revoir, Marie. Ich bin Léons Frau. Ich weiß, wer du bist und was dir passiert ist. Du kennst mich, ja? Dein Vater und mein Mann sind gute Freunde. Er hat mir von dir erzählt. Ich stelle mir das schrecklich vor, nicht zu wissen, wer man ist. Ja, es ist schwierig. Es ist, als hätte einem jemand die Wurzeln gekappt. Verstehe ich. Aber andererseits, viele Leute würden sich wünschen, alles hinter sich zu lassen, was sie erlebt haben, und noch mal ganz von vorne anfangen zu können. Ist doch auch aufregend, das Leben vor sich zu haben wie ein weißes Blatt. Du kannst es doch ganz nach deinen Wünschen gestalten. Dazu müsste ich erst mal wissen, was meine Wünsche überhaupt sind. Hallo, Sarah. Na? Hast du schon mit ihr gesprochen? Wie war dein Casting? Du weichst mir aus. Ich habe dir doch gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sie treffen möchte. Und ich habe dir gesagt, dass ich das nicht glaube. Wenn du mich fragst, danke, dann bist du nur wegen deiner Mutter nach Brest gegangen. Ich bin nach Brest gegangen, weil mir die Universität einen interessanten... Bla, bla, bla. Okay, wenn du nicht drüber reden willst. Ich wollte nur wissen, wann du kommst. Samstag macht Leonie eine Party an der Seine. Das wird sicher... Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal sehen, ob... Jedes Wochenende. Du hast versprochen, dass du jedes Wochenende kommst. Im Prinzip will ich das ja auch. Aber ich bin ja gerade erst angekommen und am Wochenende würde ich gerne mein Haus einräumen. Habe ich dir erzählt, ich habe ein traumhaftes Haus gefunden. Es wird dir sicher gefallen. Warum kommst du nicht einfach am Samstag hierher? Sarah? Hallo? Hallo, Sarah? Verdammt. Ja, wirklich. Wie geht es Ihnen? Haben Sie alles gut überstanden? Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie Sie mich freut, dass Sie... Wer sind Sie denn? Entschuldigung, ich bin Paul Racine. Ich war nach der Schießerei als Erster bei Ihnen. Ich hatte schrecklich Angst, dass Sie da auf der Straße sterben. Schreien Sie? Von der Schießerei, in die Sie und Ihr Kollege geraten sind. Sie hatten doch diesen Junkie gestellt, der plötzlich auf Ihren Kollegen geschossen hat. Holt einen Arzt! Sobald die Ärzte es zulassen, nehme ich dich mit nach Hause. Ich kann dir heute Nacht dein ganzes Leben erzählen. Wir müssen nach vorne schauen. Die Zukunft gehört dir. Ist alles in Ordnung? Oh, Marie, komm mal her. Guck mal, was Lucien für wunderbare Fische hat. Ich kaufe nur bei ihm. Ich gehe zurück nach Paris. Lass es dir doch erklären, Marie. Dein Arzt sagt, es ist nicht gut. Das ist nicht gut, mir die Wahrheit zu sagen? Meinst du die Wahrheit über uns beide oder über den Unfall? Ich bin angeschossen worden. Mein Kollege ist ums Leben gekommen. Ich habe einen Menschen umgebracht. Das wolltest du mir alles vereinigen, aber ja? Wahrscheinlich hast du sogar gehofft, dass ich mich nicht mehr erinnern würde. Nein, aber ich habe gehofft, dass du mich kennenlernst, bevor du alles erfährst. Ich habe Fehler gemacht, das weiß ich doch. Große Fehler. Aber ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Das ist doch... Du hast mir meine Erinnerung weggenommen. Ich hatte ein Leben, verdammt nochmal. Marie. Konntest du überhaupt nur daran denken, mir nichts davon zu erzählen? Ich brauche Geld. Oh, ich...
Warte. Wann kommst du wieder? Sag mir bitte, wann du wiederkommst. Wir haben nichts miteinander zu tun, gar nichts. Aber... Alles in Ordnung, Marie. Könntest du mich zum Flughafen bringen? Ja, klar. Salut, Sabine. Violette hat mir gesagt, dass ich dich hier finde. Hast du einen Moment Zeit? Ja, natürlich. Du siehst großartig aus. Danke. Wie war's denn in Mexiko? Aufregend. Heiß. Laut. Bunt. Ein wildes Land in wilden Farben. Das halbe Jahr ist wie im Flug vergangen. Ich habe gemalt wie noch nie. Ah ja, deswegen bin ich hier. Ich will die Bilder ausstellen und du sollst das Catering für die Vernissage machen. Ja. Sehr gern. Ist mir eine Ehre und ein Vergnügen. Quatsch. Wenn die Gäste erst deine Fischsuppe im Magen haben, dann werden sie meine Bilder mit viel milderen Augen sehen. Ist also ganz eigennützig. Mit wie vielen potenziellen Käufern rechnest du denn? Oh, das ist schwer zu sagen. Ja, sicher nicht mehr als 50. 50. Ich freue mich so. Weißt du, das ist verrückt. Die nächste Ausstellung ist immer die wichtigste. Sogar Ivar kommt aus Frankfurt. Hat sie jedenfalls versprochen. Das heißt, falls ihr Chef nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Wie fehlt ihr sehr? Ja, ist mein einziges Kind. Am liebsten hätte ich sie in meinem Atelier eingesperrt, damit das Leben den nicht vortreibt. Ich bin eine schreckliche Mutter. Nein, du bist eine ganz normale Mutter, die ihr Kind vermisst. Und du, wie geht's dir? Das Restaurant ist voll, habe ich gesehen. Ja, es läuft sehr gut. Und sonst geht's gut, uns auch alles gut. Wann soll die Vernissage denn sein? Am 18. 18. geht. Halt mal bitte an! Ich habe mich wie niemand gefühlt. Ich war so froh, dass mein Vater sich um mich gekümmert hat. Ich hab den richtig gern. Warum macht er denn das? Er hat mir weisgemacht, dass wir eine richtig gute Beziehung haben, dass er uns liebt. Mama und mich. Mama ist... Meine Mutter ist vor 2 Jahren gestorben. Sie fehlt mir irrsinnig. Ich hatte mich gerade damit abgefunden, dass ich keine Eltern habe. Und dann kommt der und er meint, ich soll nach vorne schauen und die Vergangenheit vergessen. Ja, als wäre es vollkommen egal, woher man kommt und was man schon erlebt hat in seinem Leben. Vielleicht hat er was wieder gut zu machen. Indem er mich belügt? Ich habe einen Menschen getötet. Mein Kollege ist tot. Man hat versucht, mich umzubringen. Ich habe ein gutes Leben. So, ich habe einen Job, den ich sehr mag. Ich habe einen Freund, den ich auch sehr mag. Wir wollten gerade in Urlaub fliegen, bevor das... Fahren wir weiter. Danke, dass du mir zugehört hast. Schauerlich. Das ist der Wind, der sich in den Felsen fängt.
Es würde jemand um Hilfe rufen. Die Leute hier nennen diese Felsen die singenden Steine. Ich kenne dieses Phänomen auch aus anderen Ländern. In Korea glauben die Menschen, die Verstorbenen würden zu ihnen sprechen. Durch die singenden Steine. Es klingt wie Weinen. Na, Michelle? Hast du auch Lust auf den Schuss? Sie ist weg. Ihre Erinnerung ist zurück. Sie will nichts mehr mit mir zu tun haben. Der Status quo ante. Verstehe, dass dich das bedrückt. Aber mal ganz ehrlich, hast du dich nicht vor Jahren schon damit abgefunden, dass du keine Tochter mehr hast? Monique hat mich damals einen Feigling genannt. Vielleicht muss ich Marie alles sagen. Vielleicht versteht sie mich ja. Wem soll das helfen? Vielleicht aber noch eine Chance. Ich bin der letzte Verwandte, den sie noch hat. Das wird euch wenig nützen, wenn du erst mal im Gefängnis bist. Überleg dir gut, was du tust. Pull! Oder willst du dein Leben ruinieren? Ich konnte gar nichts machen. Ich hatte doch die Verantwortung für ihn. Es ist nicht deine Schuld, Marie. Wenn ich mir das vorstelle, es hätte genauso gut dich treffen können. Wir hätten ihm nur einen Führerschein abgenommen. Wieso hatte der denn eine Waffe? Wieso hatte der eine Waffe? Ich bin nur froh, dass du diesen Wahnsinn überlebt hast. Das ist doch das Wichtigste. Apparatier des marchands. Hallo? Hallo. Ich bin ja bescheuert. Wenn ich Sie schon fast umgerempelt habe, könnten Sie mir vielleicht sagen, wo ich eine gute Weinhandlung finde? Wein? Ja, klar. Den besten Wein finden Sie bei Philipp Margot. Kleiner Laden direkt neben der Kirche. Philipp Margot. Merci, Madame. Paul Racine. Céline, meine Liebe. Ich brauche unbedingt deinen Rat. Wie gut, dass du dir Zeit nehmen konntest. Ich bin völlig hilflos. Was meinst du? Bisschen auffällig, oder? Ach, du kannst doch alles tragen. Vielleicht doch besser das Blaue? Ja, mal Claire, ich muss eigentlich zurück ins Büro. Leon wartet sicher schon auf mich. Ja, er wird da eben mal 5 Minuten ohne dich auskommen. Und das? Du bist Leon immer gefallen, ganz gleich, was du anhast. Er liebt dich. Kaspar und du, ihr seid das Wichtigste für ihn. Das Glück ist so was Zerbrechliches. Was heute noch ganz war, kann morgen schon in den Scherben liegen.
Sieh dir doch nur Michelle an. Gerade hat er sich noch gefreut, dass Marie endlich wieder bei ihm ist und puff, ist sie wieder weg. Man kann eben nicht davon ausgehen, dass die Fehler der Vergangenheit vergessen sind. Er hatte sich doch längst damit abgefunden, im Leben seiner Tochter keine Rolle zu spielen. Kann ja auch was Gutes haben. Ich meine, so ein Kind, das macht ja nicht nur Freude, damit hat man auch ständig Sorgen. Vielleicht sollte man sie einfach sofort nach der Geburt abgeben. Kein Kind, keine Sorgen, oder? Schafe sind unruhig. Wir wissen, dass Sturm aufkommt. Es wird vieles durcheinander bringen. Bist du gewappnet? Seinem Schicksal kann man ohnehin nicht entfliehen. Man kann sich ihm aber in den Weg stellen, wenn es kommt. Dazu braucht es viel Mut. Mein Mut? Der hat mich schon lange verlassen. Manchmal kann ich es gar nicht fassen, wie schön du bist. Weißt du eigentlich, wie glücklich du mich machst? Ich würde alles dafür tun, dass es immer so bleibt. Ich auch. Das weißt du. Lass uns essen gehen, sonst wird Mimi wieder sauer, dass wir zu spät kommen. Ich gehe mich schnell frisch machen. Ich mach dir noch einen Drink. Wie geht's eigentlich Michelle jetzt, wo Marie wieder weg ist? Im Grunde weiß er, dass es besser so ist. Er kann das Leben mit ihr nicht zurückholen. Am besten, sie bleibt in Paris. Ich bin da. Ich habe uns was vom Chinesen mitgebracht. Du musst was essen. Huhn oder Ente? Den Sturm habe ich auch. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, wieso dieser Mensch eine Waffe dabei hat. Hör auf, dir den Kopf zu zermartern. Er war einfach irre. Und die Zeugen haben alle gesagt, dass du überhaupt keine Chance hattest. Der Typ hat doch sofort angefangen zu schießen. Was von deinem guten Burgunder? Ich würde eigentlich gerade schießen, aber komm rein.
bist nicht nur ein hervorragender Koch, sondern auch ein ganz ausgezeichnetes Sommelier. Was willst du? Ich habe über dich nachgedacht. Wie lange betreibst du dieses Café hier? Seit 30 Jahren, ja? Ich habe den Eindruck, du verschwendest dein Talent. Du solltest weg von hier, weit weg. Nach New York zum Beispiel, ein Lokal aufmachen. Die Leute würden dir zu Füßen liegen, wenn du Geld brauchst. Schläfst du eigentlich gut? Hervorragend. Warum denn nicht? Ich schlafe seit 30 Jahren keine Nacht mehr durch. Ich höre die Schreie. Jede Nacht. Ein Grund mehr, von hier wegzugehen. Weit weg. Warum lässt du nicht einfach alles hinter dir? Meinst du, man kann es hinter sich lassen? Auf keinen Fall wirst du besser schlafen, wenn du Marie alles erzählst. Mach keine unüberlegten Sachen, Michelle. Und dann doch. Was willst du dann machen? Mein Leben zerstören? Ich sag dir was. Du hast es bereits zerstört, vor 30 Jahren. Salü, schön, dich zu sehen. Wie geht's dir, Marie? Gut, geht mir gut. Willkommen zurück. Ah, hallo, Marie. Hallo. Wie geht es Ihnen? Sind Sie nicht krankgeschrieben? Doch, doch, aber mir geht dieser Aubert Polanyi aus dem Kopf. Dann wollen Sie also hier nur nachsehen, ob bei uns auch alles richtig läuft. Wir wollten ihn nur aus dem Verkehr ziehen. Er hat sofort angefangen zu schießen. Ah. Normalerweise haben Junkies doch keine Waffe dabei. Dieser Hubert Poulin war seit seinem 12. Lebensjahr auf Droge. Der Typ war völlig unberechenbar. Übrigens haben wir eine Streichholzschachtel mit dem Logo vom Hotel Le Pays gefunden. Marie, Sie trifft keine Schuld daran. Sie hätten dabei echt draufgehen können. Haben Sie denn herausfinden können, woher die Waffe kommt? Hat er sie gestohlen? Ist sie registriert? Marie, ich will und kann das nicht mit Ihnen besprechen. Wenn Sie wieder in der Lage sind, Ihren Dienst zu verrichten, dann sehen wir weiter. Das ist keine leichte Erfahrung für eine junge Polizistin. Glauben Sie mir, das Wichtigste ist, dass Sie erstmal wieder gesund werden. Die Bretagne ist doch sehr schön. Ja. Ich beneide Sie, Marie. Jetzt entschuldigen Sie mich. Ich habe einen wichtigen Termin mit dem Präfekten. Ich war zufällig in der Nähe, wollte nach dem Haus sehen, ob alles in Ordnung ist. Ich wusste gar nicht, dass du aus Mexiko schon zurück bist. Du siehst gut aus. Danke. Tolle Zeit. Oh, diesen Blick kenne ich. Hast du Sorgen? Nur weil wir seit einem Vierteljahrhundert geschieden sind, brauchst du nicht zu glauben, dass du mir was vormachen kannst. Ich habe immer gewusst, was in dir vorgeht. Vermutlich hast du dich deswegen damals von mir getrennt. Glaubst du, dass ich ein schlechter Mensch bin? Ja. Weil ich mich damals von dir getrennt habe. Du hast immer behauptet, es sei eine Befreiung für dich. Das war es ja auch. Ich bin froh, dass du diesen Schritt gemacht hast. Nur, was ich wirklich nicht verstanden habe, was ich auch bei Michelle nicht verstehe, ist, man kann sich von seiner Frau trennen, ja, aus vielen verschiedenen Gründen. Aber von seinem Kind? Man gibt sein Kind nicht auf, Leon. Nie. Du hättest um Eva kämpfen müssen. Genauso wie Michelle hätte alles dafür tun müssen, den Kontakt zu Marie aufrechtzuerhalten. Egal, egal, was damals geschehen war. Eva hat mir nie verziehen, dass ich dich verlassen habe. Sie hat mir ihren Hass förmlich ins Gesicht geschleudert. Ich hätte alles getan, um mich mit ihr wieder zu versöhnen. Aber ihr Herz ist verschlossen. Gesagt, dass ich dich hier finden würde. Du warst so verwirrt, als du in den Flieger gestiegen bist. Wie geht's dir? Gehst du mit mir was essen? Ehrlich gesagt, es ist nicht leichter geworden, seitdem ich mich an alles erinnere. Für meine Kollegen ist die Sache abgehakt. Hubert Poulin war ein zugedröhnter Junkie und somit unzurechnungsfähig. Aber keiner kann mir sagen, wieso er eine Waffe bei sich hatte.
Aber ich krieg das schon raus, wenn ich wieder im Dienst bin. Vielleicht haben deine Kollegen ja recht und du solltest dich wirklich erstmal um deine Angelegenheiten kümmern. Ich meine die Sache mit deinem Vater. Hast du noch mal mit ihm gesprochen? Ich habe nie einen Vater gehabt. Ich habe nichts vermisst. Ich habe von meiner Mutter alles bekommen, was ich gebraucht habe. Warum haben sich deine Eltern getrennt? Ich habe ein paar Mal versucht, das rauszukriegen. Mama hat immer nur gesagt, dass man mit einem Menschen wie Michelle nicht zusammenleben darf. Das sei nicht gut für die Seele. Ich habe in den letzten Wochen gar nicht das Gefühl gehabt, dass er ein Monster ist. Im Gegenteil, er hat es geschafft, dass ich mich richtig wohl bei ihm gefühlt habe, obwohl ich nicht wusste, wer ich bin. Er ist unheimlich herzlich. Er kann sich geändert haben. Na, aber irgendwas muss er meiner Mutter angetan haben. Irgendwas Unverzeihliches. Frag ihn, er ist dein Vater. Vater? Er ist mein Erzeuger. Mein Vater wäre gewesen, wenn er mich großgezogen hätte. Und sich gekümmert hätte. Ich kenne den Mann doch gar nicht. Ja, aber du hast seine Gene. Oh Gott. Heute ist Ruhetag. Die Nummer, die du mir von Marie gegeben hast, die muss falsch sein. Ich erreiche sie nicht. Ich habe keine andere Nummer. Euer Workersbar. Vielleicht hast du irgendeine Adresse von ihr. Ich will ja nur wissen, wann sie wiederkommt. Sie kommt nicht wieder. Ihr Leben ist in Paris. Sie ist deine Tochter. Sie wird ja wohl irgendwann wiederkommen. Sie will nicht meine Tochter sein. Mach die Tür auf! Meinst du nicht, das müsste einen interessieren, wer der Mensch ist, der einen geboren hat? Ich meine gezeugt. Oft klären sich dann Dinge, die man an sich merkwürdig findet. An mir ist nichts merkwürdig. Nein, du nimmst nur einen halben Liter Ketchup zu deinen Pommes. Das ist nicht merkwürdig. Und ich glaube, du benutzt kein Parfum. Ich wollte damit jetzt nicht sagen, dass du... Sag mal jetzt nichts Falsches. Nein, du bist nicht merkwürdig. Du bist vollkommen normal. Vielen Dank. Nein, ich meine... Oh. Frauen, was immer man auch sagt, ihr verdreht einem das Wort im Mund. Ich meine normal im Sinne von normal. Ist ja gut, ist ja gut. Du hast ja recht, ich hasse Parfum. Ich finde es schrecklich. Also bei mir. Bei dir finde ich es ganz toll. Also, ja? Das Einzige, was manche an mir merkwürdig finden, ist, dass ich die ganze Nacht komplett gerade auf dem Rücken liege. Ich bewege mich überhaupt nicht die ganze Nacht so. Das gefällt mir. Vielleicht ist deine Vorliebe für Ketchup ja genetisch bedingt. Hast du deinen Vater mal gefragt? Mein Vater ist Sternekoch. Ich glaube, der verachtet alle Soßen in Flaschen. Meine Mutter hat das auch total gern gehabt. Vielleicht haben sie sich deshalb getrennt. Frag ihn doch mal, wie es damals für ihn war. Und lasst euch Zeit. Ungewissheit macht auf Dauer mürbe. Fahr mit mir zurück in die Bretagne. Bleib hier. Das wäre viel einfacher. Ich habe den Job in Brest. Das Semester fängt bald an. Ich muss morgen ganz früh los. Gut. Ist gut. Ja? Ja, klar. Ich will mein altes Leben wieder haben. Ja. Stimmt. Mach's gut. Du auch. Ich wollte nur sagen, es war ein schöner Abend. Ja. Bis bald. Marie? Gute Nacht. Schlaf gut.
Doch. Bist du ja da? Marie? Ja. Salü, Süße. Mann, bin ich geschafft. Die Besprechung war ein Albtraum. Wir machen morgen früh weiter, 8 Uhr. Nachmittags fliege ich nach Genf, zu Südallee und übermorgen nach Rom. Hast du Lust mitzukommen? Könnten einen Tag dranhängen, ein bisschen Urlaub tut es beiden gut. Ich hatte genug Urlaub. Du willst wieder arbeiten? Was sagt dein Boss dazu? Er sagt, ich soll warten, bis ich wieder fit bin. Völliger Blödsinn, ich bin fit. Vielleicht hält er mich für eine schlechte Polizistin. Und wenn schon, dann machst du was anderes. Im Grunde ist Polizist auch ein beschissener Beruf. Dafür studiert man nicht Jura. Du könntest als Anwältin arbeiten. Weil von mir brauchst du überhaupt nichts zu tun. Wir kaufen ein kleines Haus auf dem Land, heiraten, kriegen Kinder, ganz traditionell. War das jetzt ein Heiratsantrag? Ich bin tief gerührt. Ach, jetzt sei doch nicht so empfindlich. Wir wollten doch sowieso heiraten. Und vielleicht ist ja genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Schafe. Sie grasen gern hier am Menhir. Vielleicht ist das Gras ja hier viel saftiger. Ja, das ist absolut möglich. Das Phänomen ist mir schon ein paar Mal begegnet, sogar in Asien. Die Weisen dort behaupten, es gehe eine besondere Strahlung von den Menhiren aus. Wenn die Schafe hier bei den Menhiren grasen, dann sind sie gesünder. Ihre Wolle ist dicker. Faszinierend. Die singenden Felsen. Das klingt unheimlich. Unheimlich, so kann man das sagen. Das sind nicht die Felsen. Das sind die Ertrunkenen der Helena. Die Helena, das Schiff von Léon Mérec. Mhm. Soll das heißen, dass es dieses Phänomen vor der Katastrophe nicht gab? Was ist denn damals passiert? Sie ist gesunken. Abgesoffen. Einfach so im Meer verschwunden, mit Mann und Maus. Sicher, da war ein furchtbarer Sturm. Aber wir haben oft Sturm hier bei uns. Léon Mérec hat damals sehr viel Glück gehabt. Glück? Sein Schiff verloren. Die ganze Mannschaft. Außer dem Kapitän. Der hat auch sehr viel Glück gehabt. Der Kapitän hat überlebt? Michel Dumont. Er ist danach nie wieder zur See gefahren. Sie kennen sich hier in der Gegend anscheinend gut aus. Kennen Sie auch Céline? Céline Marchand? Céline? Ja. Ich kenne sie, seit ich denken kann. Sie soll besondere Talente haben. Manche sagen sogar, sie sei Druidin. Glauben Sie das? Es gibt Situationen im Leben, nach denen nichts mehr so ist, wie es einmal war. Menschen reagieren alle sehr unterschiedlich, wenn ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Manche entdecken dabei ganz unerwartete Seiten an sich selbst. Wie die Zauberei. Druiden und Zauberer sind nicht das Gleiche. Sie entdecken das Unentdeckte in ihrem Gegenüber. Sie spüren Geheimnisse, erahnen Ängste. Und manchmal haben sie ein Gegenmittel für uns. Und wie bei den Menhiren ereignen sich auch außergewöhnliche Dinge bei den Druiden. Was war das für eine Situation, in der Céline Marchand der Boden unter den Füßen weggerissen wurde? Marie? Marie, kannst du mich hören? Wenn du mich hören kannst. Ich bin hier draußen. Willst du nicht hier rauskommen? Ich bin bei den... Verdammt. Was war das für eine Situation in der... Hallo?
Kennen wir uns? Madame Marchand. Ja, Sie sind hier eine Berühmtheit. Wer sind Sie? Hören Sie, Madame. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Celine! Ach, gut, dass ich dich treffe. Ich will Sie nicht aufhalten. Nein, nein, bitte warten Sie. Ich melde mich, Madame. Du, mein Rücken bringt mich um. Wer war denn das? Keine Ahnung, irgendein Tourist. Was mit deinem Rücken? Was wollte der? Du bist viel zu arglos, Schätzchen. Gib's jedem deinen Rat. Nichts wollte er, muss dir keine Sorgen machen. Kennst du ihn wirklich nicht? Nein, ich habe ihn noch nie gesehen. Komm, kannst du mir alles erzählen, während du mich massierst. Dein altes Leben zurück? Jetzt gerade nicht. Ich muss trinken. Das ist Celine Marchand, stimmt's? Diese Druidin, die hier alle so verehren. Machst du ein Foto von der? Stehst du auf ältere Frauen? Nein, nein, tue ich nicht. Was willst du denn von ihr? Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich was von ihr will. War das jetzt blöd? Und ich habe mich nur gewundert, weil das Foto da lag. Sie ist meine Mutter. Ich habe das erst vor einem halben Jahr erfahren, nach dem Tod meiner Eltern. Also meiner Adoptiveltern. Sie hatten einen Ordner beim Anwalt hinterlegt, in dem alles dokumentiert ist. Das ist ja irre. Hast du sie schon getroffen? Hast du mit ihr geredet? Ich habe lange überlegt. Zuerst dachte ich, was interessiert mich diese Frau? Sie hat mich geboren und dann einfach weggegeben. Ja, ich weiß immer noch nicht, ob ich sie kennenlernen will. Philipp und Amelie Racine waren meine Eltern. Sie waren tolle Eltern. Ich brauche keine neue Mutter. Du bist ja komisch. Zu mir sagst du, ich müsse Michelle unbedingt kennenlernen und selber bist du zu feige? Ja, sie ist Druidin. Wer braucht das schon? Es wird vielleicht alles furchtbar kompliziert. Du bist doch wegen ihr hierher gekommen. Ja, ich habe hier einen tollen Job und jetzt machst du den letzten Schritt auch noch und rufst sie an. Triffst dich mit ihr. So, fertig. Und? Hat's dir gut getan? Oh, herrlich. Du warst ziemlich verspannt. Was ist los mit dir? Wenn du das nicht weißt, wieso sollte ich? Wenn ich in deine Seele schauen soll, musst du sie erst mal öffnen. Celine Marchand? Ja. Ja, ich erinnere mich. Wir haben uns in der Stadt gesehen. Ja, ich würde sie sehr gerne treffen, Monsieur Racine. Nein, lieber Aminir von Losmark. Kennen Sie den? Gut,
Dann morgen früh um 8. Bis dann, Monsieur Racine. Es war mal wieder göttlich, meine Liebe. Vielen Dank. Ja. Schönen Abend. Mhm. Dir auch. Danke. Wie ist es aus? Sie hat es Ihnen gut getan. Ah, oh, sie ist ein Schatz. Man kann sie gar nicht genug lieben. Lass uns was trinken. Mein bester Champagner. Hm. Haben wir was zu feiern? Trinken wir? Auf das Leben. Hast du gut geschlafen? Hab es nicht übers Herz gebracht, dich zu wecken. Fühl dich wie zu Hause. Kuss, Paul. George ausrichten, was er herausgefunden hat. Ich habe ihm ordentlich Druck gemacht, dass er so schnell wie möglich die Fakten über den Untergang der Helena liefert. Ich hoffe, es gibt eine sexy Belohnung, wenn du das nächste Mal nach Paris kommst. Sicher die Facts. Eigner des Schiffes Léon Ménec, Kapitän Michel Dumont. Wurde gerettet, die Mannschaft, 12 Seeleute kamen ums Leben. Michel Dumont hat man zunächst schwere Vorwürfe gemacht, er wurde aber freigesprochen. Danach gab er seinen Beruf auf, wurde Alkoholiker. Die ganze Sache sehr viel schwerer verkraftet ist. Léon Ménec, Léon Ménec, Léon Ménec.
Ich habe meine Mutter gesucht, um sie umzubringen. Denkst du nicht manchmal auch, dass es an der Zeit wäre, zu unserer Schuld zu stehen? Wir würden uns besser fühlen. Unser Leben ist gut. Was ist los mit dir? Steckt da diese Marie dahinter? Du wirst dich doch nicht wirklich in dieses Mädchen verliebt haben. Nur weil Michelle da nicht Michelle hat Dreck am Stecken. Aber das mit Celine, das war nicht. Niemals. Es geht schließlich um mein Leben. Mein Leben steht auf dem Spiel. Du hast es in der Hand, mein Liebling. Lass uns nochmal von vorne anfangen. Bitte. Ich könnte dich jetzt direkt verhaften. Ich habe Celine nicht getötet.